In der Geschichte der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln noch nie gegen Darmstadt verloren. Viermal gab es diese Paarung bereits und davon gab es ein Unentschieden und drei Siege für den 1. FC Köln. Und besonders erfreulich vielleicht im Hinblick auf die Partie am Freitagabend, die den 14. Spieltag eröffnet. Beide Partien, die der 1. FC Köln in seiner Historie am Böllenfalltor gespielt hat, gingen nicht verloren. Aber man darf nicht den Fehler machen, sich auf den Erfolgen auszuruhen. Das weiß man auch beim 1. FC Köln ganz besonders gut. Das geht dann nämlich ganz schnell mal ins Auge. Aber Peter Stöger, der Trainer der Geißböcke, macht auch nicht den Eindruck, dass das passieren könnte. Er ist immer ein Mann, der einen sehr klaren Blick auf die Dinge hat. Das kann er sicherlich auch seinen Spielern vermitteln, die dann am Freitagabend dort ran müssen in Darmstadt. Und dabei kann es dann sein, dass der FC wieder mit der Doppelspitze aufläuft, allerdings in anderer Zusammenstellung als zuletzt. Ob die zweite Spitze Philipp Hosiner ist, zu Modest, oder ob die zweite Spitze die vorige Saison zu Ucha Osako ist, ist auch eine zweite Spitze. Das heißt, wir haben ganz wenige Spiele gehabt, wo wir eigentlich mit zwei Spitzen gespielt haben. Deswegen kann es sein, dass es auch morgen so ist, weil wir der Meinung sind, dass die Entwicklung in Ordnung ist, so wie wir uns aufgestellt haben. Es könnte aber auch ganz anders kommen als zu dieser Doppelspitze. Peter Stöger lässt sich bekanntermaßen ja nicht so gerne in die Karten schauen, aber er hat den kompletten Kader wieder zur Verfügung und da sind natürlich dann einige Varianten denkbar. Einige Spieler haben zudem in dieser Woche herausragende Trainingsleistungen gezeigt. Das hat der Trainer im Rahmen der Pressekonferenz vor diesem Spiel gegen Darmstadt schon gesagt und namentlich hat er dabei vor allem Jannik Gerhardt, Miloš Jojić und Simon Zoller hervorgehoben. Wenn wir auf den Gegner schauen, dann stellen wir fest, Darmstadt ist sehr gut in diese Saison gestartet, steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz. Die Lilien haben insgesamt schon 14 Punkte gesammelt und das vor allem sicherlich auch zu einem großen Teil zu verdanken haben sie das, der Aufstiegseuphorie. Mittlerweile ist die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster allerdings wieder etwas auf dem Boden der Tatsachen zurückgelandet. Gerade mal einen Sieg aus den letzten 7 Partien gab es. Dennoch warnt Peter Stöger vor Darmstadts Stärken. Wir wissen, dass wir sicher auf eine Mannschaft treffen werden, die sehr zweikampfstark ist, die allerdings auch, wenn man ihnen Räume gibt, Schnelligkeit im Spiel hat. Mannschaft, die natürlich bei Standardsituationen, hohen Bällen, Kopfbällen stark ist. Also wir wissen vieles, was den Gegner auszeichnet und hoffen, dass wir auch richtig darauf vorbereitet sind dann. Alle Infos rund um die Partie Darmstadt 98 gegen den 1. FC Köln, die gibt es natürlich hier beim Geißblock Köln, genauso wie den Live-Ticker. Also klickt euch rein.